herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog oder Video von uns. 40 plus 4 ist heute und Livia ist immer noch im Bauch, immer noch drin, obwohl ich gestern schon das Wehentagebuch angefangen habe und gehofft habe, dass es von alleine einfach losgeht, ist sie immer noch drin. Ich bin gestern, so habe ich den Vlog beendet, ganz früh ins Bett gegangen. Um 18 Uhr und dann habe ich auch wirklich geschlafen bis 20.30 Uhr, 21 Uhr, dann bin ich wach geworden und war dann erstmal wach, dann habe ich noch was gegessen und habe das Video geschnitten, was ihr dann gestern gesehen habt und um 12 Uhr habe ich mich wieder hingelegt, dann ist Bernd auch mit hochgekommen und dann konnte ich auch richtig gut schlafen. Ich war zwar zwischendurch wach und habe Wehen gehabt, aber nicht so stark, nur so. Bin halt davon wach geworden, aber konnte immer wieder einschlafen. Ich habe aber auch nicht auf die Uhr geguckt, dass ich hätte sagen können, irgendwelche Abstände gemessen oder so habe ich nicht. Ich habe einfach versucht zu schlafen und abzuschalten. Ich habe gedacht, wenn es losgeht, dann wirst du es schon merken. Ist doch kackegal, wie die Abstände jetzt in der Nacht sind. Und das hat auch gut geklappt, so bis 6 Uhr heute Morgen. Und dann war erstmal Ruhe, also weniger Wehen, würde ich sagen. Also ich war nicht so stark und selten waren die, so vielleicht jede halbe Stunde. Und dann kamen unsere Küchenmöbel. Ihr wisst ja, wir sind vor kurzem umgezogen oder vor 2, 3 Monaten ungefähr ist das jetzt her. Und wir hatten ja noch diesen Hochschrank für den Backofen, den haben wir noch neu bestellt und so andere, die zeige ich euch nachher oder im anderen Vlog, weiß ich noch nicht. Die stehen jetzt hier, das ist noch nicht aufgebaut vernünftig, das muss Bernd noch machen. Wir haben es erstmal nur so an Ort und Stelle gestellt, den Backofen da rein, dass er wieder hoch ist, dass er nicht so am Boden ist und so. Also man kann alles benutzen, aber es sieht noch nicht fein aus. Ja, und dann war schon so 10 Uhr oder so, dann war ich in eine Badewanne, ganz entspannt gebadet und jetzt sind die Wehen wieder da. Ich habe jetzt auch mal gemessen, so alle 10, 15 Minuten und die sind schon etwas stärker. Noch wirklich keine Geburtswehen, aber die sind ein bisschen stärker als gestern. Und ja, gleich haben wir Termin bei der Hebamme. Und dann gucken wir mal, was die sagt. Die wird wahrscheinlich wieder den Muttermund tasten. Und das hat mich ja letztes Mal so niedergeschlagen, weil der halt Rückschritte gemacht hat. Also der war immer noch fingerdurchlässig und was hat sie gesagt? Ach so, mittig. Die hatte den ja vorher in die Mitte gezogen. Das war immer noch so, aber der ist halt härter geworden. Der war nicht mehr so schön weich wie vorher. Ja, jetzt habe ich auch gerade eine Wehe. Also ihr seht, ich kann mich dabei noch unterhalten. Das ist alles noch in Ordnung. Man merkt zwar, der Bauch ist wie eine Kugel und es ist wie so ein Krampf, aber ja, alles gut noch. Wenn wir auf die Uhr gucken. Um 8. 12.08 Uhr haben wir jetzt. Dann war ich Erdbaden. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ja, habe ich überlegt, mir das bei der Hebamme nicht sagen zu lassen. Bin mir aber noch nicht sicher. Calvino? Ich bin. Du bist. Ja, wir haben uns jetzt schon leicht gerichtet, weil wir in ungefähr 50 Minuten losfahren zur Hebamme. Ja. Was denn? Nichts. Das ist süß. Wir waren gerade mit Smurfy noch spazieren, in der Hoffnung, dass es weiter angekurbelt wird. Meine geburtszerstörende Unterwäsche ausgezogen. Bernd sagt, der hat so lange Unterhosen. Vom Opa. Die so nicht so hübsch sind. Er sagt, deswegen kommt die Livia nicht auf die Welt, weil er immer diese Schlüpfer jetzt trägt, die langen Unterhosen, weil so kalt war. Aber heute, das seht ihr bestimmt, das ist richtig schönes Wetter. Wir waren ja gerade spazieren, habe ich euch ja gerade erzählt. Und es ist richtig, richtig schönes Wetter. Ja, da brauchst du jetzt auch keine langen Unterhosen mehr, weil ist ja nicht kalt. Schon recht frisch an der Hoden. Ja. Mal Nasenspray bitte geben fürs Gehirn. Das ist gut hier. Ja gut, wir melden uns nach der Hebamme wieder. Noch nicht wundern, ich spreche mit der Kamera. Einmal ein Update. Es ist schon der halbe Tag nicht gevloggt. Wir haben schon 17 Uhr. Egal, wir waren schon bei der Hebamme und sind wieder zu Hause. Ich zeige euch jetzt erst
die Küche. Bernd kocht gerade Bratkartoffeln mit Pilzen. Und dann gibt es noch Nuggets dabei und ein Rest Gyros von der Pizza gestern, ne? Ja, und hier hatte ich zum Mitnehmen gemacht, eigentlich zur Hebamme, zum Schnibbeln für unterwegs, was zum Knabbern, und das haben wir natürlich vergessen. So, das ist jetzt einmal der Hochschrank. Hat Bernd schon den Ofen reingehoben, da kommt dann die Mikrowelle rein. Und hier in dieses Loch kommt nochmal so ein 30er Schrank rein. Und das ist noch ein Hängeschrank. Der soll dann da noch hin irgendwie. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Gebe ich euch ein Update, was bei der Hebamme gegeben hat. Ich wusste ja nicht, ob ich mir sagen lassen möchte, was der Muttermund getan hat oder nicht. Und ich wollte es dann doch wissen, auch wenn es nicht so viel Aussage hat. Ja, also der Muttermund ist 2 bis 3 cm jetzt geöffnet, was ja schon mal sehr positiv ist. Und wir haben nochmal Akupunktur gemacht und auf dem CTG ist auch alles in Ordnung. Also dem Baby geht super. Und ich hatte auch Venen auf dem CTG zu sehen. Und man hat halt auch die Herztöne vom Baby während den Venen gesehen. Und hat sie gesagt, das ist alles in Ordnung. Die reagiert super darauf. Alles ist gut. Und die kamen, als wir im Geburtshaus waren, so alle 10 bis 15 Minuten die Venen. Und immer noch aushaltbar, alles gut. Und jetzt auf der Rückfahrt wurden die dann ein bisschen stärker, also so, dass ich die auch schon so ein bisschen veratmen musste. Und jetzt habe ich hier gerade einmal den Abstand gemessen, was ich jetzt weiterhin tun werde, ein bisschen zwischendurch. Und jetzt waren wir gerade bei 6,5 Minuten und noch ein bisschen stärker. Aber man weiß es nicht, es kann heute losgehen, es kann morgen losgehen, es kann nachher alles wieder weg sein. Ich vertraue dem Ganzen jetzt nicht mehr. Das war jetzt so oft, dass es anfing, dass ich dachte, na, heute vielleicht und dann doch nicht. Keine Ahnung, mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Smurfy weicht mir nicht von der Seite. Du bist fein, ne? Du bist so fein. Ja. Er passt auf. Ja, ich werde nachher nochmal in die Wanne gehen und mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Der Bernd kommt ja eh gleich und dann gehe ich auch in die Wanne und muss hier meine Venen veratmen. Ich gucke wohl mit, wenn ich kann, aber such du dir was aus. Du wirst doch schon auch gleich wieder hochgehen. Du musst auch nicht hier bleiben, ne? Doch, Bernd hat gesagt, ich soll auf jeden Fall hier bleiben, auch wenn Mama sagt, ich... Hat er gesagt? Hat er wirklich gesagt. Ich würde aber auch so hier bleiben, wenn er es nicht gesagt hätte. Alles ist gut. Mir geht's doch gut, das siehst du doch auch. Ja, ja. Aber trotzdem. Ja, bleib hier, kannst du auch gerne machen, aber es ist wirklich alles gut. Die sind noch nicht so stark. Also die sind schon stark, es tut auch weh, aber... Die sind schon stark, es tut auch weh, die sind noch nicht so stark. Also die sind schon stark, es tut auch weh. Ja, ich weiß ja, dass es noch stärker wird. Also die sind noch nicht so stark. Die sind schon stark. Das tut auch weh. Aber die sind nicht so stark. Guck mal, von einer Skala, von 1 bis 10, wo du deine extremen Bauchschmerzen hattest. Ja. Wie stark waren die von 1 bis 10? 10 ist stark, 1 ist nicht so stark. 300. Ja, jetzt sag mal von 1 bis 10, also 10. Ja. Ja, okay. Ja, aua. Und auf einer Skala, also von 1 bis 10 Wehen, würde ich sagen, ist das jetzt so Venenstärke 3? 3. 3. Aber auf Bauchschmerzen-Skala ist das schon so 9. Boah. Oh. Aber also, wenn du dann... Hä? Das geht ja gar nicht. Wenn du dann eine Venending ins Hör hast, dann hast du ja noch viel mehr Bauchschmerzen mehr und dann bist du ja schon über schon. Au, tut's richtig weh. Hast du gerade eine Wehe? Oh, Mama, Smurfy, komm, wir gehen der Mama helfen. Er sagt 9. Ich mach. Oh, ist alles gut, Schatz. Ich mach mir Sorgen. Also, weshalb ich mach mir Sorgen? Du brauchst dir wirklich keine Sorgen.
meine Lieben, wie ihr gesehen habt, bin ich schon ordentlich am Veratmen. Die kommen jetzt so. Ich habe hier den Wehentracker, erkennt man nicht. Also so alle 4 bis 7 Minuten die Wehen und halten so 30 bis 50 Sekunden an. Ich hatte die Hebamme jetzt angerufen und gefragt, weil, also Bens Eltern wollten schon kommen und so, und ich habe gesagt, dass wir, also ich kann mich dann nicht gehen lassen, wenn hier so viele Menschen um mich rum sitzen und aufgeregt sind. Ich habe gesagt, ich rufe jetzt erstmal die Hebamme an und frage die. Und dann habe ich hier alles erzählt. Oh, warte mal kurz. Also da habe ich hier halt alles erzählt, was los ist und so. Und sie hat gesagt, ich soll jetzt den Badewannentest machen und ja, gucken, wenn es halt schlimmer wird, die Wehen oder die Abstände weniger, dann soll ich mich melden und ansonsten halt abwarten. Also ist jetzt nicht so, wie ich gesagt habe, es geht jetzt nicht von jetzt auf gleich los, sondern ganz gemacht, muss jetzt hier noch keiner kommen, aber wie ihr seht, die sind halt stärker und die kommen regelmäßiger und ich glaube schon, dass es jetzt spätestens morgen kommt. Wir haben jetzt 19:30 Uhr, also 19.30 Uhr. Ich schätze mal, der Geburtstag wird der 21.01.21. Schauen wir mal. Ja, ich werde den Vlog jetzt hier beenden und ja, es wird wohl mein letztes Baby-Countdown-Video sein und das nächste, was ja dann nachher weitergeht, ist dann der Geburtsvlog. Also wir werden versuchen, unter der Geburt zu filmen, ein bisschen halt, so, also jetzt nicht aufhalten, aber ja, mal schauen, inwieweit das möglich ist. Mal gucken. Also, ihr Lieben, drückt mir die Daumen und wir sehen uns morgen, wahrscheinlich nicht in alter Frische, sondern am Wehen und vielleicht am Pressen. Ja, ich bin aufgeregt. Und was ich noch sagen wollte ist, ihr seht, zwischen den Wehenpausen geht es mir wirklich gut. Also ich kann reden, das ist alles super. Ja, okay. Bis morgen.